Hallo, 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 weiter geht's mit South Park, der rektakulären Zerreißprobe. Ich grüße ganz herzlich zu einer weiteren Party auf meinem wunderbaren Kanal. Letztes Mal haben wir den alten Jared hier weggeklatscht, den alten Sandwich-Wichser. Halt die Schnauze, Junge. Nimm es in den Mund. Haben weggeklatscht, den Kollegen hier auf jeden Fall, gar kein Ding für den King, kurz eben weggenascht. Wir wissen halt, wie der Hase läuft, und zwar rückwärts und bergab. Diabetes. Aber Gnade walten zu lassen ist auch wichtig. Gnade ist für den Arsch. Habt ihr verstanden? Für den Arsch, Moment. Genau für diesen Arsch. Natürlich. Yay. So, wir schauen uns mal kurz um, was hier abgeht. Ich wurde beim letzten Mal ja mega unterbrochen. Einfach, da kam ein Telefonat. Ich musste krasse Sachen machen. Leben retten und kurz, alles. Einfach alles. Du hast ein weiches Herz, vielleicht zu weich. Ich weiß. Was haben wir denn hier? Oh, da ist der Kollege, der sich, ne, er gönnt sich nicht. Er hat sich beim letzten Mal richtig schön gegönnt, die schöne, die Creme auf die Hand, die Gleitcreme und dann schön erstmal, ne, einen von der Palme gewedelt. Er weiß halt wieder, wie es funktioniert, ne. Schön dran gerubbelt. Kann ich mit dir noch quatschen? Vielleicht? Kann ich nicht. Ich glaube, wir sollten vergessen, dass das je geschehen ist und nie mehr darüber reden. Großartig. So, was müssen wir machen? Erstmal kurz ausschalten hier. Tschüss. Will ich nicht. So, haben wir irgendwas Großartiges? Warum ist Kenny da so in der Ecke? Entschuldigung. Mysterion. Du hast ein weiches Herz. Vielleicht zu weich. Ich weiß. Ich weiß. So, Mosquito steht da. Können wir da rein? Nein. Die möchten scheinbar, dass wir den Fahrstuhl hacken. Die Frage ist aber nur, müssen wir uns wieder ein Meerschweinchen in den Arsch reinschieben oder nicht? Ich denke doch mal. Mal gucken. Moment. Oder muss ich hier was eingeben? Ach, ich habe letztes Mal eine Nummer bekommen. 1477. Oh, es steht da zum Glück. Freund, Helfer, Peng, Peng. Das ist eine einmalige Sache, Kuhn. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du spaßt. Du bist hier der Spaß, Mosquito. Oha. Wo sind wir denn jetzt hier? In der Sauna? Wenn es noch länger dauert, bräuchte ich mal eine kleine Snackpause. Zum Schwitzen oder was? Ja. Mit Butters Vater kann man immer gut schwitzen. Ja, hier haben wir einen Wasserspender. Wir können auf jeden Fall sehr viele. Oh, das ist aber echt unheimlich. Es geht nur noch nach unten weiter. Was geht hier ab? Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Wenn hier irgendwelche Leute. Was zur Hölle ist? Geht hier ab? Alter, wo sind wir hier? Können wir nicht rein. Ist gerade alles sehr, sehr krass. Was ist hier? Die Leichenhalle? Das sah nicht aus wie eine Leichenhalle. Das sieht irgendwie aus wie so eine Opferstelle. Oh, wir können den verschieben. Dann haben wir hier was. Was ist das? Oha, Schlüssel zur Forensik. Wichtiger Gegenstand. Na gut, in den Keller vom Polizeidings geht es ja meistens, ne, zur Forensik bzw. zu dem Leichenkeller. Das passt auf jeden Fall. Hier haben wir eine Unze. Eine alte Unze haben wir uns gegönnt. Hier, was haben wir hier? Noch eine Urinprobe. Geil, erstmal schön dran lecken. Sonst was Cooles, Tolles, was wir hier irgendwie übersehen. Heieiei. Ist dahinter vielleicht noch was? Moment, Trick 17. Der Lars, der sieht es. Oh nein, da ist genau gar nichts. Nur so eine Scheiße. Ich dachte mir, YOLO, gönnt sie dir was? Nö, da gibt's nur richtige Rotze. Die richtige gerollte Rotze. Vielleicht hier links um die Ecke noch? Moment. Abchecken, abchecken, abchecken. Nein, da ist nix. Da ist nix. Da oben? Nein. Das heißt, wieder raus hier. Joa. Gibt's hier. Oh. Ja gut, 70 ist ein Artefakt. Wäre zu einem früheren Zeitpunkt ziemlich geil beim Spiel, aber jetzt aktuell einfach nur Blödsinn. Hahaha. Deswegen tschüss. Wir haben den Schlüssel. Wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Wir haben einen Schlüssel zur Forensik. Ach, das war hier, genau, für den. Entschuldigung. Was war das? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Mizi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Oh mein Gott. Hey, lass das. Halt. Still. Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Mist, das ist nicht gut. Ich
Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht! Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Ja, ich bin definitiv am Sterben. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh, Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein, ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterbe wohl doch. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja. Sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss nur den Türgriff ertasten. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich, ernsthaft. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir. Holt mich hier raus, ich sterbe. Sekunde, ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden. Bei dem letzten Atemzug mache ich das Licht an. Das ist ja voll geil. Achtung, Vergiftungsgefahr. Das ist ja schön, alles klar. So, gut, dass du uns mitgeteilt hast, was alles passiert ist. Ist gesperrt, natürlich. Die Katze hängt da oben drin. Die sieht auch nicht mehr ganz so lebendig aus. Da ist ein Schlüssel, den wir bestimmt brauchen. So, was haben wir hier? Gesperrt. Erstmal kurz. Oh, das ist die Hand. Kennt ihr die Hand von dem Mörder, der die linke Hand abschneidet? Kennt ihr die Folge? Total geil. So, blutige Handschuhe, die nicht passen. Ja, das sind natürlich großartige Handschuhe, die immer nicht passen. Ja, wir können da oben natürlich mit unserem aktiven, krassen Modus das hier aufmachen. Da können wir hacken. Selbstverständlich. Der Hack wird übereinstimmen und wird angesetzt. Schön Anus Hacking like a fucking Meerschweinchen in Popo. Nein, mein Freund, nein, das war ich nicht. Schieb ihn rein, schön fest und komplett. So, let's go. Ich hab Bock drauf, jawoll. Okay, ich mach jetzt einen Abgang. Ich glaube, wir können jetzt reingehen, dann sind wir tot. Wir müssen daran denken. Wenn wir es machen, sind wir tot. Wir müssen irgendwie hinbekommen, dass wir das zum Absaugen bekommen. Dafür brauchen wir diesen. Ah, erlaubt es dir, Gefahren zu unverletzt. Ach, genau. Eieiei. Das ist klug. Klug, 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 klug. Sehr, sehr geile Schlagseine, meine Damen und Herren. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. So, genau so geht's. So, aufmachen. Jetzt können wir hier natürlich unseren ernästen, wunderbaren Kollegen rausholen namens Presslufthammer. Das ist wie so ein Penis, ne? Aber sieht einfach aus wie ein Glied. Da sind die Eier und da die, ne? Naja, etwas. Zumindest etwas. Toolshed, hab, was du brauchst. So, Toolshed, komm, schieb ihn mir rein. Ach, es ist so pervers. Es ist so pervers. Ja! Die Lüftung ist frei, die Katze ist in zwei Teile geteilt. Scheiß drauf, alles absaugen, hier den giftigen Scheiß. Wir können rein und wir können uns gönnen. Und schön wieder rausgezipfelt. Den kleinen Kollegen aus meinem kleinen Popo. So, rein geht's. Hier, Kollege. Ich vergaß ihn noch mehr. Ja, großartig. Großartig, wie er die ganze Zeit alles berichtet hat. Ja, jetzt sind wir hier. Was können wir machen? Nichts? Was brauchen wir jetzt hier? Mr. Diabetes oder wen brauchen wir? Oh ja, ist das Diabetes? Oh yeah. Diabeteskraft. Zuckerzone im Anflug. Was macht er jetzt? Reißt er aber die Tür auf? Ja, Logo läuft bei ihm auf jeden Fall. Geil, dieses Ding. Natürlich haben wir noch einen Schlüssel, der aussieht wie, ne? Ein Skelettschlüssel. Selbstverständlich gibt es einen Skelettschlüssel hier. Was denn sonst? Meister Rätsellöser Lars ist wieder am Start und zeigt, wie es funktioniert.
Krasse, geile Scheiße. So, sonst gibt's hier nichts. Nix mit X, das war ja wohl nix. Ne, das war's. Ich würde ihn gern irgendwie, keine Ahnung, looten, aber er klebt zu sehr an der Scheibe fest. Sonst, da oben, komme ich da irgendwie bei? Nein. Okay. Schlüssel bekommen. Wir verpissen uns wieder. Los, mach das Tor auf! Ich bin noch dabei, Junge. Was ist denn los mit dir? So, rein geht's. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege der Wälder. Gesegnet seien wir deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege mit den tausend Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Okay. What? Wir müssen sie aufhalten. Das ist ein krasser Bossfight hier, oder was? Noch mehr. Oh, verfickte Scheiße. Au! Oh, Scheiße. Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen. Kann weißes Fleisch. Oh mein Gott, was geht hier ab? Bossfight! Yeah, krasse, geile Scheiße. Ich hab Bock auf Bossfight. Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch. Ja, aber nur Token ist schwarz. Wurde mit weißes Fleisch, okay. Na und, ich hab keine Angst. Okay. Taub den Ungläubigen! Aua! Fuck, jetzt gib's schon auf! Oh. Hier ist schwarz. Token ist schwarz, verdammte Kacke. So, alles klar, dann mit weißes Fleisch. Ich muss natürlich da jetzt... Ich bin gerade am überlegen, wie es am besten funktioniert. Oh, ist er schon down? Nein, ist er nicht. Wir sind unsichtbar. Wir müssen natürlich hier raus, weil sonst sterben wir, glaube ich. So sehe ich das richtig, ne? Wenn wir hier drin stehen bleiben, werden wir, glaube ich, sterben. Deswegen... Ich weiß gerade noch nicht, wie ich da vernünftig rauslaufen soll. Aber naja, egal. Ich try es. Ich versuche erstmal klarzukommen, was hier oben abgeht. Ich frage jetzt, wie viele Züge habe ich überhaupt Zeit. So, ruhig bleiben. Bleiben Sie ruhig. Das wird unschön. So, er kann schon mal hier rauslaufen. Das ist ganz gut. Kann er noch eine Attacke von hinten machen? Ja, er könnte ihn reinschubsen, oder? Schubst er ihn? Ja, er schubst ihn sehr gut. Angriff aus dem Hinterhalt. Oh. Au. Doch nicht, er schubst ihn falsche Seite. Fuck. Hier kommt Tupperdose. Tupperdose kommt auch nicht raus. Doch, wir können die Position switchen. Moment, das ist ganz geil mit Tupperdose. Das ist gut. So. Hab dich. Bitteschön. Oh. Viel besser. So ein kleines Hallenfeuer wäre jetzt gar nicht schlecht. Aua. Hey, lass ihn in Ruhe. Ist hier voll. Ja, verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Ii. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt. What? Passiert hier? Oh, da kommt noch mehr. Hier kommt dein Tod. Okay, wir müssen die auf jeden Fall da reinschubsen. Das ist schon mal gut. Schön da rein. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Immer diese unsterblichen Viertklässler. So, wir können natürlich jetzt mal hier ein Geschütz rausholen, wenn wir Bock haben. Machen wir auch. Und zwar setze ich das mal dahin. Sehr gut, Tauken. Tupperdose hier. Sehr gut. Aggressor neutralisiert. Ah, ist mal Flächendamage. Okay, explodiert. Passiert irgendwie noch was? Ich weiß es gerade nicht. Guckt der wieder Eier? Ne, er schlägt auf den Boden. Alles klar. Also wie er mit seiner Katze da hinten einfach nur abgeht. Knie nieder vor Shub-Niggurath. So, ultimative Fertigkeit ist bereit. Das ist auch ganz geil. Er geht dahin. Wir können natürlich jetzt irgendwie ihn wegkicken, können wir auch nicht. Wir könnten jetzt... Ja gut, das bringt auch nicht so viel, ne? Wir bleiben ruhig, machen den hier.
Mit einem Crit ist er down, von daher passt das auch. Wenn wir easy going kommen, Crit. Schön, auf Wiedersehen. Hau rein, Bro. Das passt. Hier kommt Mysterion. So. So ein Kills. Nee, er opfert sich ja selber. Das wäre total dumm. Los. Hey! Es hieß, ich würde keinen Schmerz spüren! Von wegen! So, Topado können wir jetzt auch ultimative Fertigkeit benutzen, bringt aber auch nicht ganz so viel. Wir machen lieber. Kann man nicht weiter vorlaufen. Ich bleib hier hinten mit ihm, das ist gut. Er schießt auf nichts, ist auch in Ordnung. Alles im Rahmen. Wir machen das ganz ruhig hier, ganz ruhig. So, kommen wieder Eier. Nein, er schlägt. Alles gleich hin. Wir müssen ihm weißes Fleisch geben. Und das machen wir jetzt. Und zwar hiermit. Er ist eh down. Feind am Boden. Da kommen neue. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. So. Die kicken wir. Kicken wir zurück, ne? Ne, wir kicken ihn auf die andere Seite. Das wäre total dumm, ihn so zu kicken. Keine Gnade. Ich werde nicht wanken, oh mächtige Schub-Nigorat! So, ihr könnt euch jetzt wieder teleportieren, was auch nicht ganz so viel bringt. Wir kommen nicht in diese Zone rein. Heieiei. Er ist geblockt. Treffen wir ihn auch nicht. Könnte ich jetzt Flächen... Komm, ich scheißegal, ich benutze mal meinen Flächenschaden hier. Let's go. Tupperdose, Weiterentwicklung. Power Ranger-like zu... Krasse Tupperdose. Oh yeah. Wollen wir später noch einen heben und vielleicht das Spiel schauen? Wollte ich gerade vorschlagen. So, treffe ich zwei, es gefällt mir. Auch not bad. Sehr schön. Noch kurz hier einen drauf wegen Debuff. Ich glaube, das Ziel ist es einfach, die da reinzukicken, dass von diesen Tentakelviech gefressen werden, die weißen Dudes. Er ist auch down. Er ist nicht down, lädt nur mit einer AP. Willst du mich verarschen, Spiel? Willst du mich verarschen, Spiel? Was soll denn das? Das gefällt mir nicht, Spiel. Abgelaufen. Boom, kaputt. Nee. Aber hat er nicht vorher mehr getroffen? Mehr Felder? Im ersten Mal? Irgendwie schon. Da waren es drei, jetzt nur zwei Diskriminierungen. Respekt vor dem Gesetz. Hey, ja. Aua. Zeig keine Schwäche. Mein Leid wird bald enden. Geschockt. Verlangsamt. Die ganzen Debuffs sind am Start. Aua. Hör mal auf. Kacke. Er ist nur bei 9999 HP. Also die können wir natürlich wieder zurückkicken. Er fließt in die andere Seite dann. Oh Gott, weil der dagegen immer... Oh Gottchen, ich habe die Fertigkeit nicht bereit. Er würde halt andere Seite wieder fliegen. Brrr, dann machen wir dies. Anstrengend. Er ist eh down, glaube ich. Meine nicht und deine Feinde. Sie sind echt gut, jetzt bin ich hinter ihm, das passt auf jeden Fall. So, aber trotzdem, wenn ich ihn jetzt schlage, ist er eh tot. Also, ist halt wurscht, ne? Ich brauche gar nicht hier easy spam oder so übertreffen. So, da kommen noch mehr. Recht bewahren, unschuldige Schützen. So. Jetzt stellen wir auf jeden Fall wieder ein Geschütz auf. Und zwar hier hin. Wir können auch versuchen, mit Tupperdose in die Zone ranzukommen und den dann hinzuporten. Das könnte auch funktionieren, aber... Ich weiß noch nicht. Schlag für Schlag zum Ziel. Ja, 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 ist echt schwierig, wenn man keinen Rückstoß hat. Das muss ich doch vorher wissen. Und wie viele Runden? Ich glaube, alle zwei, drei Runden schlägt er. So. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das hier zu machen. Dann sollten wir eigentlich... Sehr schön. Jetzt ist er auf jeden Fall hinten. Er ist verlangsamt, er ist geslaut. Ich muss versuchen, dass er da drin bleibt und ihn vorher nicht killen. Aber er wird vom Geschütz gekillt. Och Gottchen. Los geht's. Warum passiert das immer? Ich habe schon wieder ultimative Fertigkeit, was mir auch gerade gar nichts bringt. Dann kicke ich ihn wieder halt in die andere. Kann ich da rumlaufen komplett und ihn dann von hinten kicken? Ja, so geht das. Ich komme da nicht hin, ne? Bis da hinten. Oh Gott. Bleiben wir hier stehen. So. Tupper Mac, Upgrade bereit. So, Tupperdose geht auch mal ein bisschen weiter hier hin. Ich könnte eigentlich noch einen Dreher machen. Machen wir auch. Aber ich treffe ihn da nicht. Aber so treffe ich ihn. Bringt aber auch nichts. Ich bleib hier und mach den hier. Okay.
Ach, der kommt nicht so weit. Sehr wunderbar. Dann bleibt der Rechte da am Leben. Wo ist die Musik eigentlich hin? Scheißegal. Jetzt komm, hau drauf. Hat er ihn jetzt gegessen? Oh, jetzt verliert er HP. Siehste, es funktioniert. Und er ist angepisst. Er hat weißes Fleisch. Oh, jetzt geht's wieder über sehr viele Felder. Wow. Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Oh oh. Jetzt wird's krass. Vorsicht, Tentakel! Gar nicht gut. Gar nicht gut. So, wir können Kick des Todes machen. Dann kommen wir ihn aber auch nicht auf die andere Seite. Machen wir trotzdem. Ja, sehr gut. Ins Jenseits mit euch. Doppelruckstoß. So, ultimative Fertigkeit ist bereit. Gefällt mir. Aua. Am Ende gewinnt immer der Arsch. Wirklich? So, er kann sich opfern. Ich meine, er stirbt ja eh, ne? Von daher scheißegal. Wir opfern uns. Boom, Junge. Die Freedom Pals werden siegen. Ich liebe Kenny. Ich liebe Kenny so sehr für diese Fertigkeit. Das ist der absolute kranke Scheiß. I love it. Tupperdose hält alles frisch. So, und Tupperdose portet ihn jetzt. Muss so ein bisschen rüberlaufen. Ja, das geht, ne? Yes. Sehr schön. Rein teleportieren. Tauschen wir. Danke für Ihre Kooperation. So, er ist geschützt. Das ist wunderbar. Der Taser. Ich registriere stark fluktuierende Vitalwerte. So, dann werden wir auf jeden Fall einfach mal weglaufen. Weil wir es können, laufen wir einfach weg. Weil er ist ja so gut wie bereit. So, das bringt ja nichts. Was können wir machen hier? Erschreckt und verwirrt einen Gegner. Bewegt beim Gegner eine Verteidigungs... Oh, es passiert jetzt eh. Er müsste down sein, oder? Und da kommen die Eier. Er hat doch jetzt einen Weißen gegessen. Oder zählt er dich dazu als Weißer? Er ist doch auch weiß. Ach, jetzt kommen die wieder, okay. Ich mische sie jetzt auf. Alles klar, so. Schau mal ein Geschütz auf. Wieder ein Geschütz, das passt auf jeden Fall. Es wird gerade echt problematisch, wir haben keine Dudes mehr hier, ne? Wir sind so gut wie tot schon wieder. Wir müssen locker noch 3 oder 4 von den Weißen essen. Ob ich das schaffe? Ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen HP bekommen, aber das bringt jetzt auch nicht ganz so viel. Holy shit. Das tut sauber weh. Aua. So, der schlägt wieder. Wir müssen beide wieder in die Zone bekommen. Er ist drin. Warum ist er reingelaufen? Ich habe keine Ahnung. So, was kann ich machen? Jagt einen Feind und Berührung. Wirkt mit einer Verteidigungsverringerung. Nein, wir machen das hier bei dem hier. Damit er drin bleibt. Jetzt ist er verwirrt. Sehr gut. Du wirst gleich gegessen von deinem komischen Vieh. Zielsysteme online! Wir können leider nicht heilen. Super Tornado Warnung! Das macht einen sehr krassen Ruckstoß, sehe ich gerade. Wusste ich gar nicht. Mega gut. Mega geile, krasse Scheiße. Sind 2 drin, das passt. Wir gehen nach hinten und werden uns was snacken. Und zwar 4. Und gönnen uns was. 50 plus. Das gibt 40. Wiederholungstrank nicht unbedingt 100 plus. Das gönne ich mir auf jeden Fall. Schön rein den Taco von morgen. Freeman Tacos natürlich. Taco, 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 Taco. Und die müssen jetzt drin bleiben. Schlägt er? Oh yeah, er gönnt sich 2. Er gönnt sich 2. Gönn dir das weiße Fleisch. Oh, das ist fast der Kill, Leute. Ich glaube nur noch 1 und das war's schon wieder. Jetzt rastet er wieder völlig aus. Weil er kassiert hat. Keine Bewegung. Jetzt werfen die wieder so einen Rotz, ne? Ihr werdet gleich von der Ziege in den Arsch gefickt. Von der Ziege, sehr gut. Leute, ich würde mal sagen, es ist ziemlich lang hier gerade und ich werde an dieser Stelle diesen Part beenden. Es geht beim nächsten Mal weiter mit dem krassen Bossfight. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke für mehr. Seid ein Haufen Super Nasser Boys. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, reingehauen und tschüssi.